Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein weiteres Rezept für ein gesundes Pfannenbrot aus roten Linsen und einer Karotte. Und wie ich das genau gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Für unser Pfannenbrot brauchen wir ca. 190 Gramm gemahlene rote Linsen. Die habe ich mit einem Mixer gemahlen. Dann habe ich hier ca. 160 ml Wasser, eine Möhre, eine Knoblauchzehe und Salz. Das war's doch schon mit den Zutaten. So, die Möhre habe ich ja schon geschält und die Enden abgeschnitten und jetzt werde ich sie reiben. Jetzt werden wir den Teig zubereiten. Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, die Linsen zu mahlen, könnt ihr sie auch über Nacht einweichen lassen. Und dann macht ihr das einfach anstelle jetzt, wie ich mit dem Rührbesen, mit dem Pürierstab, dann geht es auch. So, jetzt kommt unser Wasser hinzu. Da werde ich mal noch nicht alles machen, muss ich erstmal gucken, wie die Konsistenz wird. Also ein ganz kleines bisschen ist noch übrig geblieben. Müsst ihr mal schauen. Der sollte möglichst wie Eierkuchenteig aussehen am Ende. So, jetzt kommt unser Salz hinzu. Und zum Schluss die geraspelten Möhren. Jetzt schön miteinander mischen und ich sehe, jetzt werde ich doch noch den Rest Wasser hinzutun. So. So, unser Teig ist fertig und jetzt geht es weiter in die Pfanne damit. Ich habe etwas Kokosfett reingemacht. So. Und jetzt geht's los mit unserem Teig. Da mache ich das so ein bisschen nach Gefühl. Gebe erstmal so eine kleine Menge rein. Schön quietschorange sieht's aus. 3 Minuten sind jetzt um. Ich versuche mal, ob ich die schon wenden kann. Also 3-4 Minuten würde ich sagen pro Seite. Ja, super. Sieht richtig gut aus. Das mache ich jetzt mit dem restlichen Teig genauso und dann zeige ich euch am Ende, wie die Brote geworden sind. Und so sieht jetzt unser Pfannenbrot aus. Das ist richtig lecker geworden. Ich kann euch nur ermutigen, das auch unbedingt auszuprobieren. Ihr könnt auch variieren, wenn ihr das nicht so dickflüssig haben wollt, könnt ihr da ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Und das klappt auch wunderbar. Also auch wieder ein super schnelles und gesundes Rezept. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und das Rezept natürlich. Wenn ihr das ausprobiert, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!